Ja, Freunde, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute Do-it-yourself Pool-Vorbereitungen. Wir kriegen bald einen Pool. Es kommt da langsam so der Frühling durch. Und ja, da müssen wir ein bisschen was für tun. Stellt bitte keine Fragen. Ich merke das ja gerade, ich fühle mich ja selber wegen meinen Haaren. Ist eine ganz peinliche Geschichte. Die wachsen aber wieder, also keine Sorge. Ja, wegen unserem Pool, den wir bald kriegen. Und ihr seht ja, da hinten liegt jede Menge Zeug noch. Die Spinne kommt gleich noch raus. Da hinten steht noch so ein Wassertrog für Flugtiere, kann man sagen. Kommt auch alles gleich noch weg. Und dann zeige ich euch gleich mal, wir haben ein neues Spielzeug für heute, für ein paar Stunden gemietet. Und das zeige ich euch gleich mal. So, Spinne ist weg, Trog ist weg, alles da. Jetzt haben wir hier vorne noch so ein paar Lampen stehen. Könnt ihr da so ein bisschen sehen. Haben wir da auch weggemacht. Es ist natürlich eine Frage von der Breite der Einfahrt. Ne? Also ich habe gemessen, es müssten 2,10 Meter sein. Ich muss jetzt gleich mal gucken. Ich werde das wahrscheinlich jetzt auf jeden Fall nochmal messen. Das Holz muss ich auch wegholen. Das kann ich einfach in die Schaufel laden. Da hinten muss ich eine Lücke frei machen. Einfach rüber stapeln, der Erdhügel muss weg, die Steine müssen weg. Und ja, und dann natürlich der ganze Krampf da. Ungefähr so bis dort. Die ganze Ecke da einmal nach hinten geschoben. Ich weiß nicht, ob das schieben geht oder ob man das, ja, das ist so eine Schaufel, wo du mit greifen kannst quasi. Ja, du hast ja oben die Zähne dran. Und dann kannst du die Schaufel nochmal öffnen. Das ist jetzt keine richtige Silagezange, sondern das ist einfach nur eine Schaufel hast du. Und du hast dann unten einfach nochmal die Möglichkeit, die Schaufel zu öffnen. Zeige ich euch gleich noch. Und ja, mal schauen, ob das funktioniert. Da liegen auf jeden Fall noch Stämme drin. Das heißt, die Stämme werde ich dann wahrscheinlich, ich kann das mit der Schaufel nicht anheben oder rausziehen, weil die Zylinder dann kaputt gehen. So wurde das zumindest gesagt. Weil sich das dann alles wohl verzieht. Und das wäre dann wohl eine Reparatur von 2000 Euro oder so. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und ja, ich habe einen Schlupf unten im Keller. Ich habe Schäkel im Keller. Und dann hat er hinten noch eine Kupplung dran. Beziehungsweise, ja, ist wie eine Art Kupplung mit Bolzen drin. Und dann kann man damit die Stämme da rausziehen. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Ich sitze mal drin, habe mich jetzt reingesetzt, werde jetzt gleich rüberfahren. Ja, mal schauen, würde ich sagen. Zeige ich den gleich mal von außen. Ich kann euch sagen, schon mal ist ein Ahlmann AX1000. Und ja, also kann man eigentlich nichts falsch machen. Nur du hast hier den Hebel für den Arm. Ja, das ist natürlich klar. Nach vorne ist runter, nach oben ist hoch. Nach links ist Schaufel senken bzw. neigen und nach rechts ist Schaufel anheben. Der kleine Hebel hier neben, der ist quasi vorne für die Schaufel. Ihr könnt da sehen, da zeige ich euch nochmal gleich genau, hat der Zylinder, da rechts und links, da. Und diese Zylinder, die öffnen quasi das Maul einmal oben vorne. Ihr seht so ein bisschen da die Zinken da vorne, ich zeige euch das gleich nochmal. Ihr seht das auf dem Weitwinkel eh nicht. Und ja. Was soll man sagen? Ganz normal, ne? Rundumlicht hat er auch, weil er hat eine Straßenzulassung. Also ich selber bin hier nicht gefahren. Ne? Also von daher, ja, Handbremse. Ja, was kann man sonst noch so sagen? Ist halt ein Mietgerät, ne? Deswegen sieht er dementsprechend auch aus, ne? Aber ich denke, wenn man so ein Ding Jahre im Einsatz hat, dann wird er irgendwann auch genauso aussehen, wie er jetzt hier aussieht. Ja, Spiegel ganz normal, ne? Innenspiegel, rechter Außenspiegel, linker Außenspiegel. ja,
müssen wir nichts zu sagen. Ja, das ist so das, was ich sagen kann. Und dann würde ich sagen, ja, fahren wir mal rüber, wa? Jo,
Ja, Freunde, was soll ich euch zeigen? Ja, hier seht ihr einmal High Lift. Ja, die Schaufel. Hier diese Zylinder meinte ich. Wenn du damit anfängst, irgendwie die Schaufel zu öffnen und dann irgendwas versuchst zu ziehen, dann gehen diese Zylinder kaputt. Und so seht ihr, ist die Schaufel, die zweigeteilte. Also quasi das hier öffnet sich und dann hast du natürlich die Möglichkeit damit. Habt ihr gesehen, habe ich schon angefangen. Ihr habt ein bisschen was abgekriegt. Tut mir leid. Die war am Türgriff festgemacht. Und es funktioniert definitiv. Gar keine Frage. Nur denke ich, zu zweit ist es auf jeden Fall deutlich besser. Und ja, deswegen, deswegen warte ich jetzt, bis ein Kumpel da ist. Und dann werden wir hier mal schön was aufräumen. Und ja, das wird lustig. Ihr seid dabei. So, ja, also zeige ich euch dann nochmal von innen, ohne dass ich dran sitze. Ganz easy, ja, ihr seht, das ist halt eine Baumaschine, ne? Kann man nicht anders sagen. Dann hast du, habe ich eben schon gezeigt, hier für die Rundumleuchte. Ne? Braucht man ja auf der Straße, auf gut Deutsch. Und Schneckengang hat er, ja. Bezweifle ich aber, dass das ein Schneckengang ist. Bin ich ganz ehrlich, bezweifle ich definitiv. Man weiß es nicht, ne? Ich bin nicht auf der Straße gefahren. Aber wenn du den Dreh raus hast, wie es funktioniert, ist es easy. Definitiv. Also gar keine Frage. Ne? Aber macht Spaß. Könnte ich den ganzen Tag mitfahren mit so einem Ding. Bin ich ehrlich. Macht definitiv Spaß. Also kann man nicht anders sagen. Na gut, bis später. Ich mache jetzt erstmal gleich hier weiter. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Hier haben wir aufgelockert für das Beet. Ne? Das ist alles schön erstmal aufgelockert für das Beet. Jetzt ist es natürlich an der Hand dabei, das alles wegzunehmen hier. Hier einmal durchzuhaken vernünftig. Ich habe da auch so eine Schuffel, da kann ich auch mitmachen. Oder so ein Kartoffelding. Geht das auch mit der Erde. Ja, und dann, ne? Schaut euch mal an, was wir hier Platz geschaffen haben. Also das ging wirklich super einfach. Dann habe ich ja bei den ersten zwei Schaufeln schon gesehen, habe ich euch ja gesagt. Und ja, also mal ehrlich, ne, das ging wirklich super easy. Es ist natürlich hier auch wieder eine gewisse Handarbeit noch angesagt, ne, ganz klar. Das ist natürlich jetzt hier gut festgefahren, ne, durch den Radlader. Aber, Sekunde mal kurz. So, kann weitergehen. Ja, natürlich, wie gesagt, super festgefahren jetzt, aber ist nicht so tragisch. Aber so Dinger wie sowas hier zum Beispiel, ja, das müssen wir jetzt alles per Hand rausnehmen. Ist aber gar kein Problem, das kann man machen. Das ist super easy jetzt. Und dann müssen wir natürlich hier noch angleichen, ne? Ist natürlich klar, dass du hier auf die gleiche Höhe kommst. Ja, und dann hast du hier ein schönes Podest. Kannst hier ein schönes, was heißt Podest? Wir wollen ja eine Art Loch machen. Jetzt mal gucken, wenn der dann da ist, dann ist das auf alle jeden Fall alles hier schon mal erledigt. Das ist schon mal fett, kann man nicht anders sagen. Ja, jetzt stehen natürlich überall natürlich noch hier jede Menge Scheiß hoch. Der müssen wir alles
Kappen rausziehen und ja, dann ist er weg. Hier sogar zum Beispiel solche Büschel hier, das kriegst du einfach nicht wirklich weg mit dem Ding, weil der halt da drüber rutscht. Ja, sowas hier, das kann man einmal kappen oder direkt rausziehen. Aber das muss man machen, wenn man die Zeit dafür hat. Jetzt dauert es ja wieder ein bisschen, bis sich das alles nachwächst hier. Und dann werde ich Sonntag auf jeden Fall hier rangehen. Sonntag habe ich auch wieder frei. Und dann kann ich Sonntag hier noch ein bisschen arbeiten. Ich habe das hier so aufgehäuft, so ein bisschen. Haben wir jetzt hier einfach mal so eine Art Hügel gemacht. Dann ist das ganze Buschzeug hier endlich mal weg. Dann ist das wieder ein bisschen besser, so wie es vorher war, wo die Bäume gefällt worden sind. Da kommt, glaube ich, wieder ein Radlader. Oder? Nö. Das ist eine Feldspritze, beziehungsweise Vergülle. Ja, wie auch immer. Ja, das ist soweit alles tutti jetzt hier. Jetzt kann man, wie gesagt, die ganzen Dinger machen. Da müssen wir mal überlegen, ob man den hier vielleicht nicht auch kappt. Obwohl der ja wirklich kommt. Ne? Der hat Triebe dran. Müssen wir mal überlegen. Weil den hätte ich jetzt, seht ihr, den habe ich angeschraubt hier. Den habe ich da auf jeden Fall angeschraubt. Ist natürlich schade, ne? Machst du nichts dran. Und wir hätten natürlich noch ein Stückchen mehr, ja, bis zum Zaun, der da hinten ist. Sind dort ungefähr noch so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, 5 Meter vielleicht. Also da wäre auf jeden Fall noch einiges, aber hier sieht er ja, hier steht jede Menge, hier stehen Bäume, da ist ein Baum, da ist ein Baum und hier liegen die ganzen Holzdinger noch, ne? Darf man nicht vergessen. Und wir wollten ja auch nicht komplett, ja, weil dann kannst du direkt von hier aus auf die Straße laufen, das muss ja auch nicht sein. Und dann ist natürlich jetzt die Überlegung, da müssen wir mal gucken, wie man das am besten machen kann, dass man das hier so verschönert, dass man den ganzen Haufen Scheiße hier nicht mehr sieht. Sprich, Zaun setzen. Von hier angefangen wahrscheinlich dann an dem Baum hier vorbei. Ich denke, den werden wir kappen müssen dann. Weil den habe ich ja eh auf gut Deutsch mega angeschraubt. Und dann kann man den kappen. Und kann den dann ja quasi wegnehmen. Dann kannst du von da anfangen, wo ja die Brombeeren sind. Ich denke, da kann man auch noch vieles wegschneiden. Und dann kannst du von da anfangen, einen Zaun zu setzen. Da einmal hier dran vorbei, bis da hinten, bis auf die Ecke. Vielleicht sogar noch weiter. Mal gucken. Das sind ein paar Elemente, die wir da brauchen. Weiß ich noch nicht. Und ihr seht ja, ich habe da hinten einen Haufen abgelegt. Ich habe da links einen Haufen abgelegt. Aber das hat super funktioniert eigentlich. Bin ich mit zufrieden, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Jetzt haben wir natürlich gar keinen Rasen hier. Ne? Ihr seht, wo der Rasen aufgehört hat, wo die Büsche ist. Ich stehe hier quasi im Gebüsch. Na, das war sowieso im Sommer immer mega mit Zecken befallen. Und ja, wie willst du machen? Ne? So ist das halt. Auf jeden Fall sehr cool, dass das so funktioniert hat. Hat natürlich auch seinen Preis, der Radlader, ne? Ganz klar. Muss ich ja jetzt nicht unbedingt näher drauf eingehen, aber könnt ihr euch das denken. Für das bisschen hier so ein Radlader denkt ihr euch jetzt vielleicht, oh weia, bist du beknackt. Nee, Freunde, hättet ihr das freiwillig per Hand weggemacht? Ich glaube nicht. So, ja ihr Lieben, also wir sind soweit durch jetzt. Ich werde jetzt anhänglich noch ein paar Fotos schicken und noch ein kleines Video von der Rückfahrt. Und würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Schauen wir mal, was wir dann noch machen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen, denke ich, hier haken und die größeren Berge hier entfernen, dass das ein bisschen schöner aussieht. Und ja, dann war es das erstmal von hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn wir dann hier langsam aber sicher das alles schön machen. Ich denke, jetzt kommt ja eh langsam der Frühling. Und dann werden wir hier landen, uns mal dran setzen und hier alles einsammeln. Also wir haben ja auf jeden Fall, ihr seht, wo die Erde aufhört. Ja, und die Erde war also quasi einmal alles Gebüsch. Ja, und das ist einiges, was wir hier weggenommen haben. Also da kannst du erstmal die Holzstapel, ne, der Holzstapel. Dahinter geht es noch 5 Meter bis zum Zaun. Ja. Dann auf der Seite geht es auch nochmal locker 3 Meter bis zur Straße. Und auf der Seite da sind noch mal locker 10 Meter bis zur Straße. Also hier hinter der Bar sind noch mal locker 10 Meter. Also kannst du die Hälfte von dem ganzen Grundstück hier, kannst du da noch mal drauf rechnen. Also ich meine, ich hätte das mal ausgerechnet, 2.500 Quadratmeter Garten.
Der hier plus der auf der anderen Seite da hinten, da sind das irgendwie 2.500 Quadratmeter oder so. Ich meine, hätte es mal rausgerechnet und wären, glaube ich, 2.500 gewesen. Und ja, die Pinkelrinne habe ich jetzt erstmal vorsorglich aus der Erde gerissen, auf gut Deutsch. Ja, jetzt fangen natürlich an, die Vögel hier drin zu hausen. Ne? Die finden natürlich jetzt hier auch wieder jede Menge Nahrung. Und es riecht auf jeden Fall nach Arbeit hier, definitiv. Man riecht es grün und man riecht es Holz. Und ihr seht hier, das ist zum Beispiel der einzige Stamm, der hier drin lag. Ich bin davon ausgegangen, hier in dem ganzen Hügel liegen Stämme drin von Baumfällen noch. Die sind ja einfach liegen gelassen worden. Nicht von mir oder von uns, sondern der Vermieter hat das ja gemacht. Und hier seht ihr den Stamm. Und den haben wir einfach mal ein bisschen nach hinten durchgeschoben. Den hätten wir beinahe auf die Straße geschoben. Weil der geht hier los und geht so schräg rüber. Und da hast du vielleicht noch einen Meter, dann wäre der auf der Straße gewesen. Was heißt auf der Straße? Auf dem Fahrradweg, ne? Wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Ja, und hier habe ich mir natürlich eine richtige Furche hier reingefahren. Aber das ist alles easy. Das kannst du alles super prima nacharbeiten. Hier einfach ein bisschen... Man muss sich jetzt dran halten, definitiv. Man kann es jetzt nicht wieder hingehen und sagen, ich lasse das jetzt 4 Wochen so, wie es ist. Weil dann war alles umsonst, definitiv. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, was hier alles für ein Scheiß rumliegt. Jede Menge Kacke liegt hier rum. Wie gesagt, dann setzen wir hier wahrscheinlich dann den Zaun hin. Einmal bis da, vielleicht auch noch ein Stück weiter. Mal gucken, weiß man noch nicht. Vielleicht kann man den so setzen, dass man den hier anfängt. Oder hier, bis hier so gerade rüber kommt. So von hier. So gerade hier rüber. Und dann hier so einen kleinen Knick macht, dass wir dahinter immer noch unsere Pinkelecke wieder aufbauen können. Das dann etwas besser aufbauen können. Ich stand ja schon mal, ja, ein bisschen Blümchen haben wir hier auch schon am Start. Die Terrasse muss natürlich auch noch gemacht werden, das ist ganz klar. Habe ich ja, glaube ich, schon mal auf meinem Zweitkanal ein Video des letztens hochgeladen. Und ja, dann war es das von mir. Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, drückt gerne Daumen hoch, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Würde ich sagen, haut da rein und ciao, ciao.